Hallihallo, Löschen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Minecraft Live in the Woods mit spastischen Zuckungen. Ich dachte, wir haben die Monster aus. Ja, der liebe Darky Priest. Hallo. Hallöchen. Ja, was ist los? Bist du aufgeregt oder warum zuckst du so? Nein. Nein. Bin leid. Bist du nervös, weil ich dir näher komme, oder? Es ist okay, fängt da super an, die Folge. Nein. Die Rüstung ist mir zu hart. Bin's vom Pedo gewesen. So. Übrigens, kannst du mir eben kurz sagen, und zwar bei E. Jetzt gibt's ja hier die Auswahlmöglichkeiten hier unten. Wie heißen denn diese komischen Rüstungsständer? Ja, er hat Ständer gesagt. Stand, gib mal Stand ein. Vielleicht. Stand. Ansonsten weiß ich nicht, bei mir. Armor ist Stand. Ja, du bist ja ein guter. Ja, kannst du mal sehen, du. So. Ich baue hier mal noch weiter, ne? Ich bin bloß gerade am Überlegen. Wusste zwar nicht mal, warum ich das jetzt gefragt habe, aber. Weil das kannst. So. Stimmt. Ja, und ne? Ich wollte mal eben mein schönes... Ja. So, jetzt überlege ich was. Wenn man doch den lieben Knusperschädel mal da hat, kann man doch mal... ne? Weiß kann ich man schon. Doch mal fragen. Na ja. Sicher doch. Warte mal, Holz hatten wir doch jede Menge da, hast du gesagt. Ja, haben wir. Haben wir? Hat da? So, hat da. Hier hat geht da, jetzt hallo? Was ab und hier geht jetzt was. Oh, ich finde das schön, der Sonnenaufgang durch das Herz. Oh. So, da geht er drin in die Jutestube. Von da aus, jetzt brauche ich mal kurz irgendwelche sinnfreien Blöcke. Ja, hier Carpenter-Blöcke, das läuft. Für was steht KBM? Keine Ahnung, sag es mir. Ja, hier steht ein Schild KBM, kleide dich einfach mal neu. Frag den Pedo. Okay. Knuspers. Was? Nee, das macht keinen Sinn. 9 mm Kopfschmerz. Schuhlurch. Besser wie Salamanser. Ah, Ofen, komm her. Nein, Ofen, wo bist du? Ofen. Halt, ich wollte. Ach, da ist er. Holz. Du hast natürlich hundertprozentig den Timer gestartet. Ja, hab ich. Weil du nämlich ein Checker vom Necker bist. Ja, naja, nur vielleicht. So ähnlich. So, nee, Quatsch. Ofen muss ja oben drin. Ach, Mist. Was wollte ich jetzt eigentlich bauen? Ich weiß ja gar nicht, was ich bauen wollte. Ich weiß Carpenters auch nicht. Carpenters. Das mit der Kohle ist echt nur ein Problem. Ich weiß noch nie, wie wir das machen. Oder sollen wir eben Kohle holen gehen? Nee, dass die automatisch nachgefüllt wird. Das ist mein Problem. Mhm. Weil ich lege jetzt zwar jetzt ein Stack rein gleich, aber irgendwann ist die ja aus und du weißt halt einfach nie, wann die aus ist. Das ist halt da. Vielleicht kann mir jemand in die Kommentare auf die Sprünge helfen. Das wäre sehr liebensgewürzig. Wie man das regeln kann. Oder wenn euch irgendwas auffällt, wie man hier was besser machen kann. An der ganzen Geschichte, die ich hier bastel. Immer her damit. Immer her mit den Vorschlägen. So, da kommen jetzt Eggplants rein. Die laufen dann da direkt in den Ofen. Ich mache jetzt was ganz anderes. Kommen dann da wieder raus. Und gehen eigentlich straight. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Vielleicht nicht unbedingt so straight. Vielleicht knüppern wir das. Es wird ein Wirrwarr. Irgendwann wird es ein Wirrwarr, das sag ich dir jetzt schon. Berki macht Blödsinn, aber... Ja, das darf er. Er hat die Genehmigung für mich gekriegt vorhin. Ist gut, ne? Da freut sich der Berki. Ich brauche noch eine Engine. Das ist jetzt doof. Ja, ich glaube, ich baue das auch zu kompliziert. Aber es funktioniert erstmal so. Habe ich es mir jetzt erstmal... so wie ich es jetzt baue, ist es wahrscheinlich zu kompliziert. Aber es... Es sieht überhaupt nicht kompliziert aus. Nee, also es, auch mit den Pipes, die ich dann anschließe und so. Ich glaube, das geht einfacher. Aber ich weiß halt nie wie. Ich muss das noch ein bisschen rausfinden. Hauptsache ist, dass wir erstmal... automatisch Essen kriegen, das ist erstmal ganz gut. Da müssen wir uns um den Scheiß nicht immer kümmern, weißt du? Mhm.
So, jetzt braucht ich glaube noch mal so ein Glas war es glaube auch noch und dann müsste das passen mit der Redstone Engine. Motor. Ich wollte eigentlich in der Folge nämlich noch schaffen, das mal durchfliegen zu lassen. Okay, was fehlt mir jetzt noch? Das habe ich, das Achenkolben. Ich brauche mal einen Kolben da. Oh, Alter, klingt das falsch. Auf jede nur erdenkliche Weise. Ja. Quatsch. So, ein Hebel hat er. Ja, also wir können auch mal zwischendurch irgendwie Kohle holen oder so. Das, denke ich, können wir auch mal machen. Wenn ich zufällig eine Höhle hier so sehe, wo ich gerade laufe, und da drin Kohle ist, darf ich dann Kohle mitbringen oder willst du immer erst die Monster anmachen? Nee, bring mit, oder? Ich mache ja keine mega, mega Höhlentour. Also. Nee, also ich finde auch, hier ist das nicht ganz so wild. Ne? Ich finde das echt so entspannt. Also ich meine, wir können ab und zu mal gerne die Monster anmachen, aber es ist eher ein seltener Fall wahrscheinlich. Finde ich jetzt. Ich mag das mal so ein bisschen ohne Monster, so ohne Druck und ohne, weiß ich nicht, Angst die ganze Zeit. Ein bisschen irgendwie gechillt. Genau. Ach, der ist ja doof. Mach doch nicht sowas hier. Siehst du mich? Achso. Das ist blöde. Wenn ich das jetzt hier durch... Naja gut, dann kommt man von da noch ran. Okay. So, dann muss hier jetzt auch wieder... Die Wand hört doch irgendwo. Blub. Dann machen wir das so. So. Und dann müsste das auch funktionieren. Machen wir an. Was denn? Mushroom Garden. Cool. Ah, da drüben ist noch mehr Mushroom Garden. Den holen wir uns. Ich bin schon wieder unterwegs. Okay. Nein, nein, mach doch nicht so was. Hä? Hm? Hä? Nein! Warte. Jetzt gerade alle eingesammelt? Okay. Ich muss da nochmal, glaube ich, was abändern. Das ist aber relativ unspektakulär. Das dürfte laufen. Moment. Das machen wir nochmal weg. So, warte mal. Ich brauche nochmal eine Kiste. Ich brauche nochmal Carpenter-Blöcke. Geht das, wenn ich... Ach, sei mal froh, dass ich nicht jetzt gerade nicht baue, sondern mich entschlossen habe, mir ein Pferdl zu suchen. Hast du einen Sattel? Ja. Cool. Einen dieser einzigen Stack, wo wir zwei hatten, habe ich mir einen rausgenommen. Hä, wir haben doch vier Sättel da gehabt oder so. Ja, klar, aber von jedem immer nur einen. Und es gab einen Stack mit zweien. Und da habe ich mir den einen dann rausgenommen. Ach so, ne, keine Ahnung. Das, damit die Kisten gefüllt bleiben, ich weiß doch, wie du schnell Schnappatmen kriegst. Ach so, nee, das andere sind Rüstungen, ne? Ja, ich habe eine Rüstung. Naja, du brauchst aber einen Sattel. Da waren vier Sättel drinne. Also bye, meine lieben Freunde, und danke. Echt jetzt? Ja, Scheiße. Ja, ich sag's ja nur. Ich meine das doch nicht böse. Nein, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich kann's einfach nicht besser. Oh Mann. Ducky down. So. Ernsthaft, euer Ernst hier. Mann. Mit doch mal da weg, du. Wetten, jetzt finde ich sie gleich wieder, wenn ich kein Sattel dabei habe. Natürlich. Ente so hier. Sein? Dann. Ente mit einer Rüstung erschlagen. Nee. Was ist denn das da oben? Eine Kuh? Wie kann man nochmal hinzoomen? Man kann doch einen. Mit Z. Mit Z, mit Klum. Mit Klum? Was ist das denn? Ich hab keinen. Ist das denn? Ich hab keinen Hip-Hopper mehr. Ich baue das sicherlich zu kompliziert. Ich könnte mal auch schon verwetten. Aber naja gut. Nicht Körperteile verwetten hier. Ich brauche nochmal einen. Warte mal, wie war das? So. Okay, das reicht nicht. Müssen wir das irgendwie merken? Ach, ich kann ja auf der Map kann ich ja dann
Ja, kannst du. Hä? Wieso? Okay. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Marmor ist da. Boom ist da. Was ist mit mir? Mann. Bin ich dann hier immer klein gesprochen, Mann? Quatsch, was mache ich denn? Ich mache das falsch rum. Ich bin doof. Bitte. Hulu, riesengroße Höhle. Hulu. Ah, Eisen. Ich nehme Eisen mit. Wenn hier gerade Eisen schon am Eingang rumrennt. Dann nimm mit, klar. Kann man hier noch Kohle brauchen? Man merkt, ich bin schon wieder ein bisschen verpeilt heute. Ich bin immer verpeilt. Ich habe nicht eine einzige Fackel, das macht richtig Sinn, ne? Mhm. Wenn du aber Kohle hast, dann, ne? Ein Block, zwei Block, drei Block, vier Block, fünf Block. Ich zähle übrigens gerade deine Kohle. Okay. Sag noch einmal jemand, dass YouTube nicht Kohle bringt. Hm. So geht das denn jetzt, wenn ich das hier reinballer? Zieht er das aber nie raus, das ist gut. Na gut, bei mir seht ihr jetzt nicht wirklich viel, aber... Ach halt, ich habe jetzt Kohle, die kann ich jetzt komplett in Fackeln investieren. Theoretisch... Nein, bist du irre. Ich baue da jetzt hier nicht Kohle ab, um sie dann in Fackeln zu investieren. Warum denn nicht? Verstehe ich jetzt nicht. So. Weil mein Schatzi Putzi Mausibärchen gesagt hat, er braucht Kohle und er kriegt von mir Kohle. So, und jetzt bin ich am Starven. Ich sehe es ja. Wo habe ich? Habe ich? Nein, habe ich nicht. Gut. Das ist cool. So. Oh, bei mir auch. Hulu Starven. Kann das sein, dass der Sofa gerade irgendwie eine Macke hat? Hallo, Tür. Ich habe jetzt nur noch. Sesam, drei. Öffne dich bitte. Hallo. Hat öffnen gesagt. Hi. Oh, cool. Ich habe genau eine Erdbeere. Das ist lecker. Ganze das Erdbeere. Easy. Easy going. Das kann hier rein, das. Die Hopper haue ich auch erstmal hier rein. Muss ich aber nur einsortieren dann. Natürlich wird es jetzt dunkel, ne? Na klar wird es jetzt dunkel. Was hat Dürfte jetzt auch nicht. Hell, macht gar keinen Sinn. Also ich habe ein Bett einstecken. Wir können uns auch schnell Ich habe auch ein Bett. Ja, warte. Ja, aber ich habe nur noch drei Keulen und kein einziges Gramm. Du kannst dich ja trotzdem schlafen legen. Ja, regeneriert man da oder wird man da noch mehr blöd? Dürfte nichts weiter passieren, glaube ich. Ja, also von mir aus können wir auch eben im Bett liegen. Ja, ich liege im Bett. Okay. Setz, du Schwein. Setz doch dieses Bettchen. Oh Mann, müssen die Büsche jetzt im Weg sein. Ja, natürlich. So, ich bin auch im Bett. Wundervoll. So. Nee, hat nichts gemacht. Okay, gut. Wissen wir das auch. Jetzt war die Frage. Was soll automatisch? Das soll automatisch. Das und das. Obwohl, eigentlich ist ja dunkel nicht so schlimm, ne? Nö. Rein theoretisch ist es jetzt nicht so schlimm. Nö, aber es ist ja für uns angenehmer und für die Zuschauer vor allem auch. Katze runter. Katze runter? Katze down! Ja, die soll nicht auf dem Schreibtisch. So, jetzt das. Oh, ich habe hier voll viele Megapilze. Das geht damit lang. Das geht damit lang. Das. Und das. Gut, das wird jetzt alles da lang durch die Pipe sortiert. Und. Yeah, baby. Welche ist das? Die rote Pipe? Habe ich endlich was gefunden, was ich dem Knusperkopf um unser Herz rum machen kann. Oh yeah. Schön. Rosenbüsche. Oh yeah. Und ich habe immer noch nichts zu essen und bin schon langsam. Habe ich noch irgendwo einen Weizen? Nee, ne, das habe ich gerade oben einsortiert, weil ich doof bin. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich habe Hunger und finde nichts. Keine einzige Erdbeere auf dem Boden. Ich versterbe gleich. Du versterbst gleich? Mhm. Was war das? Zucchini? Schön. Was habe ich jetzt da gefunden? Was war das? E.
gib mir irgendwas zu essen. Was ist das denn? Wintersquash kann man nicht essen. Zucchini, kann man die roh essen? Du kannst eigentlich alles soweit roh essen, ja. Hättest du dir mal Toast mitgenommen hier? Ja. Okay, das hat jetzt eine halbe Keule gebracht. Zwei Zucchini haben eine halbe Keule gebracht. Naja, das bringt halt nicht viel, leider. Cantaloupe kann man auch nicht essen. Nein. Klar kannst du Cantaloupe essen. Echt jetzt? Was ist Cantaloupe? Weiß ich doch nicht. Man kann es essen. So, und durch die grüne Pipe soll das Weizen fließen. So. Gut, ist eigentlich alles eingestellt. Kohle ist drinne. Auch nicht schlecht, ich laufe sowieso in die falsche Richtung. Es sieht kompliziert aus, es ist wahrscheinlich komplizierter gebaut, wie es, aber egal. So, jetzt können wir nämlich mal aufs Felde gehen. Achso, jetzt schnell rennen macht ja auch keinen Sinn. Ich könnte theoretisch auch gleich mal hier die ganzen Sachen rausnehmen, das rausnehmen. Und das hier. Und wie sieht mein Inventar aus? Sieht noch gut aus. Dann haben wir nämlich auch hier vorne mehr Platz. Das heißt, wir haben die rohen Sachen ja gar nicht mehr da drin rumfliegen. Ach du Scheiße, du hast dich in die Kiste gekotzt. Ah ja. Hast du doch gesagt. Ja, gut, in die Kiste. Ja, alles? Nee, es war jetzt nicht böse gemeint. Ich habe bloß gerade festgestellt. Ich habe sie komplett zugekotzt, ja. Ja, du hast sie richtig zu... Also... Muss ich denn hiervon jetzt irgendwas selbst einsortieren? Das hier nehme ich nochmal raus und das nehme ich nochmal raus. Ich hau das Ding mal an jetzt. Wie sieht's denn dort überhaupt mit der Kohle aus? Och, da ist er noch. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wandert das natürlich erstmal. Das seht ihr jetzt bei mir. Jetzt wandert das natürlich erstmal hier runter. Piu, 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 piu. Und dann müsste das dann irgendwann hier wieder hochzischen. Und dann sieht man da nämlich... Und wie macht das dann? Ne, das sortiert es dann hier. Nein, ich meine, hier. Piu, 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 piu ist da runter piu. Und hoch. Und das Ding brennt fleißig und dann müsst ihr hier hinten dann. Also bei mir seht ihr es gerade. Wir können das dann speziell nochmal für Darky zeigen, später. Achso, hier kommt da jetzt nichts an und hier hinten läuft dann der erste fertige Sparkel. Was fliegt denn jetzt hier lang? Achso, der Rest. Ja, klar, macht der Sinn. Boah, geil. Das geht völlig schnell, ne? Weißt du das? Durch die Goldpipes, da zischt das hier. Das geht völlig schnell. Da zischt das hier durch die Gegend. Ich könnte mal eigentlich wenigstens ein paar Goldpipes dazwischen setzen, damit die hier, damit das fertige Zeug auch ein bisschen schneller fliegt. Boah, geil. Ich finde das gut. Tutsch du? Ich finde das super, ich finde das total klasse. Jetzt brauchen wir nämlich, jetzt sparen wir uns ein bisschen Platz. Jetzt mache ich vorne gleich in die ersten Regale komplett alles das fertige Essen rein sozusagen. Also dann. Ich kann das ja gerade nicht umsortieren, wenn der gerade noch sortiert. Ja. Oder? Oder können die mich hören? Ja, aber dann können wir uns immer halt Essen rausnehmen. Einfach, gleich fertig ist und müssen das nicht immer erst, oh scheiße, ich muss noch mal was brennen, sondern das ist alles schon da. Und du brauchst bloß, wenn du mal wieder Nachschub holen willst, brauchst du bloß aufs Felde gehen und das einfach dort reinschmeißen. Ich sehe unser Lagerhaus schon, aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich bin nämlich gerade unten im Wasser und schwimme gerade Richtung Lagerhaus. Okay, du schaffst das schon, Chaka. Hm. Bei Kolzen noch. Ach klar, ich kann dir entgegenkommen, wenn du willst. Nee, alles gut. Das ist so bett. Wo bist du? Unten im Wasser. Neben dem nächsten Baum. Ah, hier, genau. Du hast auch einen roten Suit an. Du bist Baywatch. Ich bin Baywatch. Oh. Der liebe Onkel hat mir was zu essen gebracht. Siehste. Ey. Mit dir los. Übrigens gibt's hier. Nom, 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 nom. Übrigens wachsen bei uns hier mega viele Water Gardens, ne? Das haben wir letztens rausgefunden, dass es sowas auch noch gibt. Da gibt's zum Beispiel Seaweed, Rice und Frosch. Hä? Hatte ich jetzt aus eben raus. Hier, diese grünen Dinger, die hier auf dem Wasser rumschwimmen. Ach, die Dinger?
Ne, das glaube ich nie, wo du gerade drauf bist. Ist das? Doch, das ist auch Water Garden. Nur die das kann man auch, abbauen, oder was? Kannst du auch kaputt machen und dann kriegst du hier Schrimp und so ein Scheiß. Okay, cool. Super geil. Jetzt habe ich das aus den Und dann können wir noch einen Westsee aufmachen. Und Reis können wir anbauen. Wir können einen Chinamann aufmachen. Gibt's Froschschenkel und so. Weil's ja bei den Franzosen Froschschenkel gibt. Mann, ich dachte, du kriegst nicht mit, Mann. Junge, Baustelle betreten verboten? Hä? Achso, ja, wollte ich dir ja noch zeigen. Außerdem ist das nicht Baustelle betreten verboten, sondern Baustelle betreten verboten. Achso. So, ja, das wird unser Bahnhof. Ah, Bahnhof. Ja, da haben wir letztens ein bisschen rumprobiert hier mit den Loren. Wir machen hier so eine Bremse rein und dann kannst du dich einfach reinsetzen. Und dann, damit die nie einfach wegfahren, weißt du? Deine Füße gucken unten raus, das ist so, ja. Und dann kannst du einfach losstarten, nachdem ich die Katze. Njong! Weißt du? Aha, okay. Weil du kannst ja selber. Ach, es ist noch ein nicht endender Bahnhof. Hier gibt es noch keine Anschlüsse. Ja, nee, das ist noch nie. Das ist noch. Der hat das letztens hier mal ein bisschen ausgebaut. Sieht aber cool aus. Was ist das hier oben? Marble. Ist Marbel nicht das, wenn du es abbaust, dass dann so Käfer rauskommen? Was? Hm? Ne? Käfer? Verstehe ich jetzt nicht. Na, ich hatte das beim Singleplayer, dass ich Marbel abgebaut habe und ich da kamen immer so komische Mistkäfer rausgekommen. Ach, was? Solche Silberfische? Keine Ahnung, was das war. Na, musstest du, haben die dich angegriffen? Ja, ja. Dann waren es Silberfische. Warum sind hier 10 Erdbeeren drin? Das ist mir gerade ein Rätsel. Silberfische in meinem Bett. Silberfische. Wo sind hier Sattel? Warte. Ach halt, ich müll mich nochmal aus. Mach das. Ach so, mach mal kurz, wenn du hintergehst. Gehst du gerade in die linke? Ja, okay. Soll ich nicht, oder? Nee, alles gut. Ich wollte bloß die andere noch ausmachen, hatte ich vergessen gerade. Reis. Wir haben Reis. Wir können Reis anbauen. Cool. Was ist denn hier? Nee, habe ich schon. Scheiße. Erde. Na, klasse. Ah, Kohle willst du selber gleich haben, ne? Kohle kannst du mir theoretisch geben, wenn du möchtest. Ja. Okay, die ist voll. Was? Die Kiste. Die Kiste. Ich guck mal kurz schnell durch, ne? Zucchini müsste gehen. Pilz. Was ist denn das? Pineapple. Pineapple haben wir noch gar nicht angebaut. Hä? Hallo? Ach, da. Pineapple ist auch noch was wir anbauen. Ach du Schande, da muss ich ja nochmal. Nochmal erweitern. Wo ist denn jetzt der Sattel? Hier. Ach, Sattel, da muss ich vier. Ach, das hier oben, ja, okay. Genau. Oh. Bei dem Rest, ich habe keine Ahnung. Melonen-Smoothie, die haben wir auf jeden Fall noch nie einsortiert bei uns, weil die müssten eigentlich rüber. Oder so. Piniensetzling, das müssten wir eigentlich alles. Schuppiges Schweinsohr. Ah, das wird bestimmt nie einsortiert, ist aber egal. Zum Hast Beispiel du noch Platz für zwei Stück? Zum Beispiel die Mushrooms und die Eggplants, die werden direkt gegrillt jetzt. Warte. Puh, weiß ich nicht, ich habe gerade nichts zum rausnehmen so richtig. Und das Iron habe ich auch. 6 Stück. Ja, Iron müssen wir. Kannst du mir hinschmeißen, habe ich sowieso gerade 6 Stück einstecken. Ich wollte eigentlich, weißt du, was ich jetzt mache? Hm? Bevor ich noch was anderes mache, weil die Folge nämlich nicht mehr lange geht, gehe ich jetzt mal aufs Feld. Und ernte mal und hau das alles rein und dann haben wir das. Oh, warte, dann gehe ich auch. Dann kann ich mich für die nächste. Da ich ja immer noch ein Pferd suchen will, kann ich ja gleich im Prinzip mich noch richtig eindecken mit normalem Essen. Ja, und dann machen wir in der nächsten. Wie gesagt, hier Spargel und sowas, das fliegt jetzt alles schon fertig dann in die Kisten bei uns im Lager. Ja, aber nicht vom Feld. Na doch, vom Feld aus. Ja, ich wollte mir so 2 Stacks Strawberries oder sowas nehmen noch. Ja, du kannst doch auch 2 Stacks gebrannten Spargel mitnehmen oder sowas. Kann ich machen, klar.
Deswegen machen wir ja. Also sortiere ich die unten dann einfach gleich in die Kiste an. Du kannst hier, wenn du das jetzt vom Feld geerntet hast, kannst du das direkt in die Kiste schmeißen und an den Schalter dann anmachen. Ich hole jetzt mal das, wo ich weiß. Hier. Erdbeere eigentlich im Prinzip auch, ne? Naja, das ist jetzt nichts, was gebrannt wird, aber das wird ja auch mit einsortiert. Ja, die wird klar. Ja im Prinzip einsortiert. Ja, gut. Kannst du, ne? Ich mache jetzt bloß das, was, wo ich weiß, dass es, nochmal gebrannt wird sozusagen. Weil es dann ja mehr bringt. Ja, aber hier unten die Erdbeeren reif rumzustehen zu lassen, macht ja auch keinen. Ja gut, wenn es danach geht, müssen wir jetzt komplett das Feld ernten, also komplett alle. Dürfte ich mal die Möhren? Die kann ich ja im Prinzip auch, ne? Klar, du kannst alles, was hier unten wächst, wird... Kann das sein, dass die Möhren dann komplett verschwunden sind, wenn man die erntet? Nö. Also es gibt keine so Gewächse, wo dann im Prinzip aussehen... Theoretisch können wir auch mal einmal komplett die ganzen Felder hier kurz ernten, ja. Können wir machen. Wow. Ja, muss ja nicht unbedingt. Ja, da haben wir das mal gemacht, da haben wir mal von allem was da, weißt du? Ich meine, gut. Schaden tut's ja nie. Nee, zu viel Essen kannst du ja nicht haben, ne? Achso, ich bin voll. Cauliflower Shop. Ah, Kohlkopf, okay. Ich schick schon mal los hier. Ich mach schon mal einen Schalter an nebenbei. Wenn wir jetzt so viel ernten. Kann ich auch gleich mal die Kürbisse mitnehmen hier. Die müssen ja auch einsortiert werden, glaube ich. Na, 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 na. Da muss ich nochmal Felder anlegen. Oh, nee. Wozu? Na, für Pineapple zum Beispiel. Ich habe da jetzt noch Pineapple. Den hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Und für Reis müssen wir auch. Aber Reis weiß ich nicht, ob der am Wasser wachsen muss oder was. Ach, nee. Eigentlich, theoretisch muss ja alles am Wasser wachsen. Also schon wieder Schwachsinn die Aussage gewesen gerade. Aber es kann ja sein, dass es wieder auf anderem Boden oder was auch immer, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht! Was ist denn das jetzt hier? Achso, hier konnte ich ja vorhin nicht fertig. Sag mal, kann das sein, dass die normalen Büsche, wenn du die erntest, dass die dann weg sind? Ne, das sieht oder bloß so aus vielleicht. Okay, also es wächst schon wieder, ne? Weil wenn du mit links erntest, ist ja nichts kaputt, ne? Mit links klick doch. Was doch? Ja, mit links klick. Du musst mit rechts musst du ernten. Da hast du jetzt bestimmt Seeds einstecken. Mein Liebelein. Nein. Bohnen? Nee, keine Seeds. Okay, dann bin ich jetzt verwirrt. Also bei mir bleibt immer ein Stummelchen stehen von der Pflanze. Ja eben, deswegen frage ich doch die ganze Zeit, weil wir müssen es jetzt hier leere Felder. Wenn du drauf guckst, dann Linksklick ist eigentlich, also normal, Angriffstaste Tillet ist... Garden Soil steht bei mir jetzt beim Boden. Nö, dann hast du es weggemacht. Ach nee, jetzt aber drei, vier Felder. Ja. Du musst Rechtsklick machen. Mein Lieberlein. Okay. Entschuldigung. Nö, ist ja nicht schlimm. Ich meine, wir können es ja wieder hinsetzen. Muss ja nicht sein, ne? Wir müssen ja deswegen jetzt keine neuen Felder bauen, glücklicherweise. Das wäre schlimmer. Aber da müsstest du ja eigentlich, Seeds einstecken haben. Aha, okay. Wieso kann man dann im Prinzip die Erdbeeren, wieso kann man die mit Linksklick ernten? Bei den Erdbeeren, bei den komischen Büschen oben hier und so? Nee, hier unten in das Feld Erdbeeren. Habe ich gerade mit Linksklick geerntet. Ja, das sind keine Pams. Das sind die von der Pam-Mod, das sind die von... Ach so, ein Unterschied. Ja, die können wir auch theoretisch wegmachen, sodass wir nur noch die Pam-Sachen nehmen eigentlich. Also... Weiß ich nie. Das sind von wie heißt es jetzt wieder? Nee, Biomes of Plenty, das war das die Biom-Mod, sondern von dem anderen halt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie es heißt. Ja, von einem anderen Mod. Plant halt. Mega Pack, sowas. So, wisst ihr, wie lange wir brauchen hier, um die Felder zu ernten? Das ist ja abnormal. Sorry, vier Felder. Am Arsch. Wieso? Kannst du neu setzen? So. Ist doch nicht weiter dabei eigentlich. Du.
Dass ich aber auch irgendwie immer. Du willst jetzt echt ernsthaft alles ernten, ne? Nee, eigentlich, also eigentlich. Nee. Und wir können das dann ohne Offscreen weitermachen, weil wir sind nämlich bei 30 Minuten. Oh. Ja. Na gut, dann würde ich hier als wunderschön und abgrundtief gerne ein Farmersmann bin ich ja. Deswegen sage ich bye bye, meine lieben Freunde, und danke fürs Zusehen. Im Hintergrund sieht man den Knusper. Ja. Und ja, wir würden uns freuen, euch wieder bei einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Life in the Woods begrüßen zu können. Und wir sagen bye bye, gute Nacht und bis nächstes Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.